Willkommen bei Deep und Deutlich und heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn wir sind live, Leute. Live, eine Premiere und wir haben ein ganz besonderes Thema im Gepäck. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbinde mit TikTok witzige Videos und Comedy. Aber da gibt es eben noch mehr. Die Schattenseite der Plattform. Eine Woche lang widmen sich jetzt verschiedene Funkformate dem Thema Dark Talk. Und wir hier bei Deep und Deutlich, wir machen heute den Anfang. Seid gespannt, es geht um Hate, Violence, Drugs and Fame. You know, guys, I do these videos to get more views. Das Wichtigste in meinen Augen gerade ist, dass Moody gerade für etwas gehatet wird, was wirklich nicht stimmt. Vier spannende Themen, vier sehr krasse Gäste. Zum Thema Drugs. Funkjournalistin Isabel Bär, die investigativ in der Drogenszene auf TikTok recherchiert hat. Zum Thema Fame, Legende und Parfum-Influencer Jeremy Fragrance, der uns erklärt, was 4,5 Millionen Follows mit seiner Seele gemacht haben. Thema Violence. Kriegsreporter Konstantin Flemig vom Funkformat Crisis, der erzählt, wie hinterlistig Terrororganisationen auf TikTok Jugendliche anwerben. Und zum Thema Hate, Content Creator Hamudi, der unverschuldet eine unglaubliche Mobbing-Geschichte auf TikTok erleben musste. Leute, ich sag's, wie es ist. Wir sind live, das habt ihr gemerkt, auf YouTube, Twitch und auch in der ARD-Mediathek. Und das ist besonders für uns, aber das ist auch besonders für euch. Denn ihr könnt in den Chat einfach eure Fragen reinballern. Und wir werden die dann hier in der Runde stellen. Also haut in die Tasten. Isabel. Du bist Teil des Funk-Recherche-Teams, machst sehr krasse Arbeit, bist auch preisgekrönt, wohlverdient. Und du bist viel in digitalen Foren unterwegs. Die kommende Woche werden wir verschiedene Funkformate sehen, die sich mit dem Thema Dark Talk auseinandersetzen. Also TikTok beleuchten im Sinne von, was da Illegales, Heftiges und Verstörendes stattfindet. Und du bist auch eigentlich mit der Grund dafür, warum diese Themenwoche überhaupt stattfindet. Also kannst du uns jetzt am besten erklären, was findet man bei Dark Talk oder was bedeutet Dark Talk? Wie sieht das aus? Was ist das? Ja gut, ich bin jetzt nicht natürlich alleine der Grund dafür, sondern es haben sehr viele Formate das einfach möglich gemacht. Und es geht eben darum, mal so die Schattenseiten auch von TikTok zu beleuchten. Also wir werden angucken, zum Beispiel, was machen eigentlich rechte Influencer auf der Plattform? Was machen salafistische Influencer? Wie versuchen sie vielleicht auch Jugendliche anzuwerben? Und ich habe zusammen mit einer Kollegin von Steuerung F, mit Desiree, eine Recherche gemacht zum Thema TikTok-Drogenszene. Also all das werden wir uns angucken, natürlich noch einige Themen mehr. Wir werden da auch gleich noch mal genauer drüber sprechen, über die Drogenszene auf TikTok, was auch sehr krass ist wirklich. Aber warum würdest du generell schon mal sagen, warum ist es wichtig, sich mit Dark Talk zu beschäftigen? Mir ist einfach aufgefallen, dass viele Journalisten einfach TikTok nicht im Blick haben. Dabei gibt es diese Plattform ja schon eine ganze Weile, aber trotzdem werden viele Themen einfach nicht abgebildet oder erst relativ spät, wenn es eigentlich schon zu spät ist und man schon eine sehr krasse Entwicklung dort wahrnimmt oder man die Folgen spürt. Und deswegen finden wir es eben auch so wichtig, mal hinzugucken und vielleicht auch einen Anschluss zu liefern für andere Journalisten, da mal genauer hinzugucken. Und das hast du gemacht mit deiner Kollegin Desiree Fehringer, hast du gerade schon gesagt, für Steuerung F. Also nächsten Dienstag kommt der Film raus, auf den ich schon sehr gespannt bin, wirklich. Ihr habt monatelang in Gruppen recherchiert und abgehangen. Ihr seid abgetaucht. Erzähl mal ein bisschen von eurer Recherche.
Ja, also es fing damit an, ich habe eigentlich schon so vor 5 Jahren angefangen, in der Online-Drogenszene zu recherchieren. Da hat sich diese Drogenszene vor allem noch auf Facebook aufgehalten, tatsächlich in geschlossenen Gruppen. Ich habe dann aber festgestellt, so das schläft dort ein, ist ja auch klar, junge Leute sind nicht mehr auf Facebook aktiv, also wahrscheinlich auch hier kaum jemand in der Runde. Und habe mir dann überlegt, wo können die jetzt eigentlich hingegangen sein und habe dann einfach mal ein bisschen auf TikTok nachgeforscht und habe dann eben auch Desi angesprochen und wir haben dann festgestellt, so hey, da sollten wir mal tiefer reingucken und haben das dann gemeinsam gemacht. Und da seid ihr gerade mitten im Schnitt der Reportage, also wir können jetzt leider noch nicht reingucken, aber wir haben ein paar Ausschnitte, die wir jetzt mal sehen können. Da haben wir 3 Screenshots vorbereitet, die wir mal sehen, damit man sieht, was da abgeht, weil ich auch persönlich ja nicht so viel von der Drogenszene TikTok wusste. Hier zum Beispiel auf TikTok schreibt jemand oder sagt jemand, war seit 3 Jahren nicht ein einziges Mal in der Schule, bin ein Junkie geworden, kann nicht mehr ohne Drogen und weiß, dass ich nicht älter als 20 werde. Daumen nach oben. Ja, und dann in den Kommentaren auch, dann noch die Frage, wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal drauf wart? Ich wurde durch Mobbing dazu gebracht, aber ich bereue es sehr hart. 15, 14, aber bin seit 2 Wochen clean. 13, glaube ich, mit 12, glaube ich. Also, oder hier eine Telegram-Gruppe. Suche Codein, Tabletten oder flüssig, jemand Speed und MDMA, Tempelhofer Feld, Kaufland. Wer braucht Weed, PM, Compensan, 200 Milligramm, Morphin, Tabletten, Fentanyl, Pflaster, 150 UG, weiß nicht, was heißt, von 1A. Kannst du es mal einordnen, bitte? Ja, also das ist uns halt sehr stark aufgefallen. Also zum Ersten ist es so, das sind sehr junge Menschen. Also wenn jemand schreibt, ich werde nicht älter als 20, sehr klar, die Person ist unter 20. Hier handelt es sich eindeutig auch um eine minderjährige Person. Und uns ist leider halt auch aufgefallen, diese Leute haben teilweise sehr schwerwiegende Probleme, warum sie dann auch anfangen, zu Drogen zu greifen. Genau. Und was uns auch aufgefallen ist, sind halt tatsächlich im Vergleich jetzt, wenn man Facebook sich anschaut, es waren Leute, die waren zwar auch zum Teil minderjährig, aber nicht ganz so jung. Hier geht es ja zum Teil sogar noch um Kinder, wenn die sagen 11, 12, 13, das sind alles Kinder. Also das ist uns aufgefallen und natürlich haben wir uns dann auch gefragt, wie leicht ist es eigentlich, über TikTok an Drogen zu kommen? Und der Frage ist Desiree nachgegangen und da kann man dann am Dienstag auch sehen, ob sie es geschafft hat, dort welche zu bekommen. Und das würde ja dann auch die Frage klären, wie wichtig oder welche Rolle TikTok in der Drogenszene spielt. Genau, richtig. Also wir haben natürlich auch TikTok angefragt. Die haben uns ganz klar gesagt, ihre Richtlinien untersagen das. Also man darf solchen Content nicht hochladen. Also man darf sich zum Beispiel auch nicht im Rausch zeigen. Aber genau das haben wir eben auf der Plattform eben gesehen. Also drogenverherrlichende Inhalte und eben auch Leute, die zum Beispiel fragen, hier gibt es hier einen Dealer oder sowas in die Richtung. Und sie haben uns dann eben gesagt, sie können nicht alles erkennen, was gegen diese Richtlinien verstößt, dass sie aber in umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen investieren würden. Und ich denke auch im Film. Machen Sie das? Im Film wird man dann sehen und kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, ob das, was TikTok aktuell macht, in diesem Fall ausreichend ist. Ich kann nur sagen, ich mache ja immer wieder Selfies mit Leuten, die Selfies von mir machen. Und da war irgendwo im Hintergrund, da hat irgendeiner einmal gesagt, irgendwie bla 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 mit ein Rauchen oder so, direkt Video geblockt. So, also die sind so rasiermesserscharf mittlerweile geworden, die TikTok. Also aus eigener Erfahrung ist mir aufgefallen, boah, auch wenn nur ansatzweise etwas zu sexy oder ansatzweise in Richtung Drogen. Das wurde also, bei dir geblockt? Wurde direkt mein Video Verstoß gegen Richtlinien und so. Und da ist es vielleicht auch interessant, crazy, wer was postet mit wie viel Reichweite. Weil du hast crazy ja sehr viel Reichweite. Wenn man vielleicht einen weniger reichweitenstarken Account hat, ist es dann vielleicht schwerer zu finden. Da werden wir aber auch später auf jeden Fall noch in der Runde drüber sprechen, auch wie das in Bezug auf Waffen ist. Aber nochmal zu den Drogen. Was würdest du sagen, ist gerade die beliebteste Droge auf TikTok, wenn man das so sagen kann? Also was uns sehr oft aufgefallen ist, sind gerade junge Menschen mit erweiterten Pupillen, die dann auch angegeben haben, zum Beispiel, dass sie Ecstasy, also MDMA, konsumiert haben. Das ist sehr beliebt. Und eben auch sonst allgemein chemische Drogen, wie zum Beispiel Kokain, Speed, Crystal Meth. Also das ist tatsächlich was immer wieder Thema war. Okay. Und was würdest du sagen, weil du hast ja gesagt, du bist schon sehr lang online in der Drogenszene unterwegs. Wie hat sich die Drogenszene in den letzten Jahren auf TikTok entwickelt?
Ja, also ich glaube, der Hauptunterschied zu dem, was es vorher gab, ist einfach, es ist öffentlich. Davor musste ich auf Facebook damals noch Gruppen beitreten. Also ich musste aktiv danach suchen. Also ich musste da irgendwas in die Suchzeile eingeben, was in die Richtung geht. Bei TikTok ist es so, die Leute laden das unter verschiedenen Hashtags hoch. Und es kann passieren, dass mir solcher Content dann auch ausgespielt wird, wenn ich gar nicht danach gesucht habe auf meiner For You-Page. Und das ist natürlich problematisch, weil auf TikTok sind eben auch Kinder aktiv. Und wenn man dann konfrontiert wird mit solchen Inhalten und gar keine Möglichkeit hat, das für sich selbst einzuordnen, dann kann man vielleicht auch denken, ey, das ist irgendwie cool, ich will das auch. Jeremy, du hast ja gerade schon gesagt, TikTok ist ja eigentlich auch ein bisschen dein Zuhause. Du hast gerade darüber gesprochen, dass du da auch TikToks hochlädst. Wusstest du denn, dass man auf der Plattform anscheinend auch Drogen kaufen kann? Ich weiß gar nichts. Ich habe noch nie einen Comment oder eine Nachricht von meinen eigenen Videos mir angeguckt. Es ist, also, sicherlich habe ich schon 3, 4, 5 Comments so gesehen. Aber ich bin dann komplett in meiner eigenen Welt. Ich gucke da keine anderen Content-Creator. Es passiert ja so viel auf der Welt, auch schon ohne TikTok. Und TikTok ist ja einfach nur, wird ja nur bewirtschaftet. Es wurde ja vorher schon Dinge getan, nur man sah sie nicht. Oder es werden ja auch vorher schon, vor 1000 Jahren, wurden Stimulanzien gesucht. TikTok ist einfach nur eine Plattform. Mhm. NDR ist eine Plattform. Und Instagram ist eine Plattform. Also sagst du, du hast da noch keine Drogen auf jeden Fall? Ach. Ich bin da komplett raus. Du. Konstantin, was denkst du, wenn du hörst, dass sich junge Menschen da auf Drogen wegballern, sich filmen und das dann auf TikTok hochladen? Ich glaube, es stimmt, was Jeremy gesagt hat. Es gab es auch schon zu jeder Zeit natürlich Drogenkonsum, aber nicht in diesem Ausmaß, würde ich auch gar nicht sagen. Aber es gab nie diese Möglichkeit, sich selbst damit so darzustellen und durch Zufall drüber zu stolpern. Und natürlich finde ich das furchtbar, wenn ich dann höre, dass das 11- oder 12-Jährige schon anfangen, das zu nehmen. Und ich glaube auch mit jedem Kommentar, den sie lesen, dass es anderen auch so geht, normalisiert sich das Ganze ein bisschen. Und wenn es dann natürlich noch als cool angepriesen wird mit 11 oder 12 oder 13, mit Pupillen wie irgendwie unter Teller dann irgendwie rumzutiktoken, das ist gefährlich. Das ist einfach gefährlich, weil das ist das, was die dann als Realität wahrnehmen. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm, wenn es alle machen. Hamuli, wie ist es bei dir? Du bist ja auch bei TikTok. Wird dir durch den Algorithmus da Drogen-Content auf deine For You-Page gespült? Oder? Ehrlich sagen, ich habe TikTok schon seit 6 Jahren und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auf meiner For You-Page irgendwas über Drogen gesehen. Also man sagt ja, also soweit ich weiß, auf der For You-Page wird das angezeigt, was einem interessiert. Aber ich habe tatsächlich, also Alkohol ja, aber Drogen, also so MDMA oder Weed oder so, habe ich noch nie ein Video von gesehen. Isabel, wie erklärst du dir das? Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Der TikTok-Algorithmus funktioniert ja ziemlich gut. Also wenn man selbst da durchscrollt, ein paar Sachen liked, lernt er ganz schnell so, das und das gefällt dir. Und das haben wir halt auch ausprobiert natürlich bei unserer Recherche. Kann man dann auch im Film sehen, wie das funktioniert, wenn man eben bestimmten Leuten folgt, bestimmte Sachen vielleicht auch sucht und das liked. Dann ist es schon so, dass man dann halt eher auch in so ein Rabbit Hole kommen kann, wo einem dann eben sehr viel in eine Richtung ausgespielt hat. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was auch Konstantin gesagt hat, dass man dann eben, dass sich das dann auch für einen normalisieren kann, wenn man das Gefühl hat, ich bin damit ja nicht alleine, es machen andere ja auch, beziehungsweise, ey, da gibt es jemanden, dem geht es noch viel schlechter damit als mir. Und dann kann es ja gar nicht so schlimm sein oder ich bin ja noch nicht so weit. Also, dass man sich da in eine falsche Richtung auch orientiert. Und das Nächste, was ich sehr problematisch finde, und das kommt nicht erst durch TikTok, aber durch das Internet haben sich halt auch neue Wege eröffnet, an Drogen zu kommen. Früher war es halt so, naja, man brauchte Kontakt oder man musste an den Bahnhof gehen. Und gerade wenn man jetzt noch ein Kind war, war es wahrscheinlich dennoch eine Hürde, dort an Drogen zu kommen. Also ich denke, nicht jeder Dealer verkauft jetzt an jemanden, der 12 Jahre alt ist. Aber im Internet ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man sich die Sachen bestellen kann. Das würde ich die Hürde ist halt auch viel, viel geringer. Nur mal so, dass alle Menschen das einfach mal checken, was gerade passiert. Vor 500 Jahren wurde der Buchdruck erfunden. Und eine ähnlich relevante Sache ist das Internet. Wenn die Leute sich das gerade mal auf der Zunge zergehen lassen, wie relevant das Internet ist und wie schnell du skalieren kannst in allen Dingen. Und das ist einfach, wir sind noch immer in den Babyschuhen, 20 Jahre gerade mal. Guck mal, Buchdruck, 500 Jahre. Das hat auch der Ray Dalio gerade in dem Buch geschrieben, The World, New World Order. Weißt du, das ist einer der reichsten Menschen der Welt, der checkt, wie die ganze Welt gebaut wird und alles. Er sagte hier, vor 500 Jahren Buchdruck. Und ähnlich ist es jetzt mit dem Internet. Das heißt, alles, was übers Internet läuft, kann massiv skaliert werden. Ich mache einen Discount-Code, das sehen dann 4 Millionen Menschen. Dann kann ich mir ein Haus wieder mal kaufen, weil ich sage, komm, machen wir mal TikTok 20, ist der Discount-Code für eine Stunde. Ich will mir noch ein neues Haus kaufen. Die Skalierung ist radikal und es ist auch sehr einfach. Und
anonym. Skalierung, anonym, einfach. Super. Also crazy. Jeremy, ich muss dich einmal unterbrechen, denn wir haben jetzt schon auf jeden Fall Community-Fragen. Und Isabel, eine Frage von Jan V. Auf YouTube ist, TikTok ist aus China. Da sind eigentlich extrem streng mit so etwas, oder nicht? Ja, das habe ich auch gedacht, tatsächlich, dass das so wäre. Vor allem, was mich verwundert hat, ist ja, dass manche Sachen anscheinend ganz gut gesperrt werden. Zumindest habe ich sowas nicht bekommen. Also zum Beispiel, das sieht man ja auch auf anderen sozialen Plattformen, weibliche Nippel. Also wird anscheinend ziemlich gut rausgefiltert. Und bei anderen Sachen, das hat mich doch sehr gewundert, dass das anscheinend beim Thema Drogen nicht so funktioniert. Oder vielleicht hat man das auch gar nicht so im Blick. Also da muss ich jetzt kurz reinreden. Tatsächlich habe ich schon viele, viele, viele Videos von stillenden Frauen gesehen mit Babys, wo man Nippel extrem gesehen, also sieht. Ich glaube, das ist eine Ausnahme. Ich glaube, stillende Frauen zählen da bei vielen Plattformen nicht mit dazu. Ja. Leute, wir sind live, wir machen weiter. Ihr könnt weiterhin auch eure Fragen fleißig in den Chat schreiben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Thema. Es geht um Fame und um die Frage, was macht die Gier nach Views und Likes eigentlich mit unserer Psyche? Das fragen wir einen, der jetzt schon eine Legende auf TikTok ist, Beruf Parfum-Influencer mit über 4,6 Millionen Follows, Jeremy Fragrance. Und um das mal einzuordnen, 4,8 hier. Ich habe gesagt über 4,6, also 4,8. Und wenn er nach Pakistan reist, dann sieht das übrigens so aus. Wofür glaubst du denn, feiern dich die Leute? Boah, was soll ich dir dazu sagen? Weil ich einfach das ganze Konstrukt. Warum findest du Chanel geil? Warum findest du eine goldene Rolex geil? Warum findest du einen roten Ferrari geil? Findet sie alles gar nicht geil, ne? Das ist jetzt meine Frage an dich. Ja. Also, du glaubst einfach, das Thema ist es, was. Also, ich sag's mal, goldene Rolex, roter Ferrari, Jeremy Fragrance. Das war meine Intention. Deswegen habe ich auch eine goldene Rolex, einen roten Ferrari, weil ich möchte der Beste in meiner Disziplin sein und Menschen möchten sich gerne mit dem Besten identifizieren, weil das Streben danach ist, richtig nach oben zu gehen, wie eine Pflanze. Du willst wachsen und dann guckst du eben, okay, der ist der Experte dafür, das ist FC Bayern, ist der geilste Fußballclub, deswegen nehme ich den oder so. Und ich vermute, naja, machen wir jetzt nicht zu viel darüber Gequatsche, aber das Streben nach dem Maximum ist doch etwas, was Leute geil finden. Dann lass uns doch mal reinschauen, weil vielleicht gucken ja welche zu, die dich noch nicht kennen und wollen deinen Content jetzt einfach mal kennenlernen. Jetzt geht's los. Jeremy Fragrance hier, die Nummer 1 der Parfümwelt. Sexy Baby! Blood Orange. With a lot of Rohrzucker. Ich fühle mich so geil, Alter. Ich war gerade auf Klo und habe richtig geile Action geballert, Alter. Es ist wie mit dem Investmentbanking. Wenn du eine Aktie hast, die sehr fragil und risikoreich ist, aber richtig Kohle da rein investierst, kannst du viel Return haben oder es landet auch im Klo. Und manchmal haue ich auch Sachen raus, da sagen die Leute Mülleimer. Aber weil ich eben hohes Risiko gehe, sind die auch manchmal top. Du meinst, die Leute sagen Mülleimer auf der Plattform dann? Also nein, sagen, ich meine, scheiße. Manchmal, du kannst noch maximale Energy geben und High Risk. Das ist so mein Rezept. So maximale Energy, habe ich so verschiedene Arten für. Und vieles Risk, was ich so tue und sage. Und dann guckst du, was passiert damit. Lass die Chips fallen, wo sie hinfallen. Ich weiß vorher nicht, was der Hit wird. Ähnlich wie wenn du einen Song hast, wie ein Album,
weißt du nicht, welches von den 12 Songs der beste ist, aber du findest alle gleich geil. Du sagst ja, du guckst nicht unter deine Videos. Ich habe schon mal ein bisschen nachgeschaut und habe mal geguckt, was sie schreiben. Und viele, also du bist durchtrainiert, du siehst gut aus, du ernährst dich gesund, zeigst alles im Internet. Und trotzdem gibt es besorgte Follower von dir, die jedes Mal fragen, warum du gerade so viel abnimmst. Was antwortest du denen? Boah, geil. Mann, wenn du willst, dass ich... Also die ganze Welt ist fast... Grundsätzlich ist die ganze Menschheit zu fett im Moment. Fette Menschen leben nicht lange und Bodybuilder-Menschen leben auch nicht lange. Also habe ich mir gesagt, komm, ich mache nicht Bodybuilder und ich mache nicht fett, also mache ich schlank und drahtig. Das möchte ich so. Aber so dass wie mehrgewichtige so. Menschen jetzt nicht lange leben, das will ich so nicht stehen lassen. Also es ist grundsätzlich richtig, dass dicke Menschen nicht so lange leben wie schlanke Menschen. Das ist grundsätzlich der Fakt. Punkt. Und Bodybuilder sterben auch früher, deswegen habe ich gesagt, nee, komm, lass. Und außerdem kann ich nicht so schnell sprinten. Und ich mache aber auch so ein bisschen, eigentlich geht es ja auch um mich selbst. Ich weiß, ich mache morgens meine einarmigen Liegestütze und zwar 18 Stück auf der rechten und 11 auf der linken, 12 auf der linken. Ich weiß, dass ich arschkalt dusche. Ich weiß, dass der Wecker morgens klingelt. Und ich weiß, dass ich mich oben ohne filmen werde. Und warum? Damit ich mich beherrsche, keinen Schrott zu essen, damit ich geil aussehe. So. Weil du musst dich ja irgendwie motivieren, wie die Karotte vor dem Pferd. Und wenn ich die Motivation habe... Findest du nicht, dass genau das eine gefährliche Botschaft ist, die du hier gerade sendest? Ich finde, es ist grundsätzlich richtig, wenn man schlank und gesund ist. Ich finde, es ist grundsätzlich richtig, schlank und gesund zu sein, was ich sein möchte und was ich bestrebe. Punkt. Du hast gerade von Ernährungstipps gesprochen, ja? Mein Bruder, mein kleiner Bruder und seine Jungs, die saßen einen Tag mit mir im Garten und denen habe ich erzählt, dass du heute kommst und die haben es super gefeiert. Die haben dich komplett gefeiert und haben gesagt, dass du da auch immer Ernährungstipps gibst und haben mir irgendwie deine Videos gezeigt und haben dann mir gesagt, dass du immer zeigst, dass du ein Ei auf eine ganz bestimmte Art und Weise isst. Ich esse 3 Minuten Eier, die nachkochen. Das heißt, ich mache die auf eine bestimmte Art und Weise. Ich esse die Eier also einfach mit Schale, weil es eine wunderbare Kalziumquelle ist. Das Kalzium balanciert mit Schale. Hühnerleber aus, die ich esse, wegen den Purinen und so. Weil du musst aufpassen, was du extern in dich einführst. Extern, was der Mensch da zu mir sagt. Will ich mit der noch zusammen abhängen oder nicht? Extern mag ich die nicht. Die soll nicht mehr in mich extern reinkommen. Gucke ich Nachrichten, ist auch extern auf mich. Höre ich Helene Fischer Musik oder höre ich Terminator Musik? Auch extern, das beeinflusst dich alles. Esse ich 100 Gramm Käse oder esse ich 100 Gramm Datteln? Alles relevant, was mit dir dann passiert. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht, so, okay, also ich finde die Musik, die ich höre, ist schon mal geil. Die Leute um mich herum, ich gucke diesen Content und nicht den. Ja, eine Ernährung tun wir ja jeden Tag. Ess mal eine Schrottmahlzeit und du fühlst dich wie eine Mülltonne. Ess mal 3 Schrottmahlzeiten, noch schlimmer. Und wie gesagt, dann merkst du es am nächsten Morgen, wenn du die Liegestütze machst. Boah, der Käse oder was, hätte ich nicht machen sollen. Naja, und so informiere ich mich. Und das ist einfach Mittel zum Zweck aufgrund des Kalziums, weil Eierschalen sind eine der besten Kalziumquellen, die es gibt. Wir reden ja zum Thema Fame heute. Und es gibt ein Video von dir, das würde ich ganz gerne einmal einspielen und danach kurz mit dir drüber sprechen. Datteln. Smells just gorgeous, man. You know, guys, I do these videos to get more views. And that's the reason I do sometimes stuff like, ha 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 ha, the smell of cucumber, la 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 la. You know, because that's how the internet works, man. We live in an attention society, not information, but more attention society. Jeremy, wir leben in einer Attention Society, also Aufmerksamkeitsgesellschaft. Ja. Was genau meinst du damit? Ja, dass wir um Aufmerksamkeit kämpfen, weil wenn ich eine Botschaft überbringen möchte, muss ich erstmal deine Aufmerksamkeit haben. Tony Robbins, der bekannteste Motivationstrainer der Welt, hat eine tolle Sache gemacht. Ich gebe Gas, weil wir Live-Show sind. Und er sagte, jetzt verhalten Sie sich mal so, wie wenn gerade Ihr Hund gestorben ist. Jetzt verhalten, und dann ist das ganze Publikum so, jetzt verhalten Sie sich mal so, als wenn Sie gelangweilt sind.
Und jetzt verhalten sie sich so, wie wenn sie, wenn sie das, Moment, jetzt verhalten sie sich so, dass sie meine absolute Aufmerksamkeit haben sollen. Und wenn nicht, sterben sie und ihre ganze Familie in den nächsten 5 Minuten. Los geht's. Und dann, oh, 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 oh. Und dann, ich so, oh, ist das krass. Also der Mensch ist instinktiv, weiß da, was richtig ist. Und da hast du auch gesehen, so, für alle, die das nicht gecheckt haben, nochmal zurückspulen. Das heißt, um Aufmerksamkeit zu machen, musst du schocken. Dominanz. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wie weit du gehen würdest für Aufmerksamkeit und Likes auf TikTok? Was also soll ich dir dazu sagen? Ist das eine 1 plus 1 ist 2? Oder das, naja, gibt es bei dir Grenzen? Also gibt es bei dir eine Grenze, was das Thema Aufmerksamkeit angeht? Oder sagst du, natürlich gibt es da Grenzen. Ach, was wäre denn die Grenze? Das weißt du dann vorher. Das weißt du dann. Das ist so wie, wenn du mich fragst, wie weit soll ich nach rechts abbiegen bei der B59 auf der Autobahn Siegburg? Sind das 63? Weißt du, das weißt du einfach. Das ist so, ich sag's dir mal, das habe ich auch gehört. Das ist so, wie wenn du ein Nacktporträt von einem Künstler in New York City siehst, was gemalt ist, von mir aus 50 Millionen Dollar, nackter Mensch, nackter Mann, sagen wir mal, komplett so mit allem. Und dann sagen sie, ist das Pornografie oder ist das Kunst? Und dann sagt ich, man weiß es. Weißt du? Und man weiß es einfach, wenn man es sieht. Und so weißt du auch, das ist zu weit. Man weiß das einfach, man weiß es einfach. Du hast so eine krasse Reichweite, ja? Du machst, du kennst dich in deinem Handwerk als Parfum-Influencer aus. Du musst immer performen. Macht dich das auch das manchmal... Danke dir. Bitte? Macht dich das auch manchmal müde? Also hast du wirklich auch manchmal Tage, wo du denkst, Alter, dieser ganze Scheiß um Aufmerksamkeit, um noch mehr Likes, um noch mehr Follows, das macht mich einfach müde und ich will heute mal Nein. nicht. Nein, ich bin so dankbar. Also... Ich habe das auch in irgendeinem anderen Video gesagt, dass es so irgendwie so Bergarbeiter-Menschen gibt oder so. Oder eigentlich, weißt du, teilweise sind die happier als zum Beispiel meine Mutter, die Friseurin war, die in der Dieswelt lebt und nicht in der Bergarbeiterwelt. Weil manchmal so, aber das ist eine ganz andere Welt, jetzt, von der ich jetzt spreche, so das, um das zu erklären. Um es zusammenzufassen. Ich bin mega dankbar und weißt du, das ist in keinster Weise irgendwie nervig oder so. Es ist wunderbar. Ich bin so happy, dass ich das machen darf. Hamudi, wie ist das bei dir? Du bist auch Content Creator. Fühlt sich das für dich manchmal so an, dass du auch mal eine Pause brauchst? Oder brauchst du auch immer diese krasse Aufmerksamkeit und die Views und die Likes und immer noch mal mehr? Ich sag mal so, nach meinem Hate habe ich mir grundsätzlich immer vorgenommen, wenn es zu viel wird, dann nehme ich mir eine Auszeit und mache ich. Vorher muss ich ehrlich sagen, das kenne ich auch bei Freunden von mir, die Content Creator sind, da hat man immer diesen Druck, so, ich darf nicht offline sein, ich werde in Vergessenheit geraten, muss immer online sein, immer aktiv sein. Ja, da war es schon anders, aber jetzt mittlerweile, wenn es mir zu viel wird und ich denke so, okay, ich brauche eine Pause, dann poste ich ein paar Tage lang nicht so. Du recherchierst ja auch viel auf TikTok, generell Social Media. Was glaubst du denn, machen Likes und Aufmerksamkeit mit uns als Gesellschaft oder mit uns als Menschen? Was es mit uns als Gesellschaft macht, weiß ich nicht. Aber was es mit uns als Menschen macht, ist es, glaube ich, das ist das, was, nachdem wir uns sowieso sehnen, nämlich nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung. Leute mögen es, wenn sie gut gefunden werden. Das ist in uns verankert. Aber wenn man das halt eben über solche Apps bekommt und zwar rund um die Uhr und rund um die Uhr auch nachschauen kann, wie gut man gerade gefunden wird. Ich glaube, dass das wirklich was ist, auf das wir noch nicht vorbereitet sind. Das ist so ein bisschen, wie du meintest, mit dem Buchdruck, den haben wir seit 500 Jahren. Internet ist Neuland. Wir sind noch nicht drauf trainiert. Mhm. Und kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gerade wenn es irgendwie, wenn man so anfängt, so die ersten Likes zu bekommen, es fühlt sich gut an, es fühlt sich toll an. Und das ist natürlich verführerisch, dass man jederzeit in seine Hosentasche schauen kann und guckt, wie viele sind es denn jetzt? Ist vielleicht ein Follower gerade abgesprungen? Und dann denkt man sich, warum ist dieser Follower gerade raus? Mhm. Und das ist natürlich höchst ungesund, wenn man da die ganze Zeit drauf achtet. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe mal geschaut, wie viele Fragen sind von euch reingekommen. Ich habe jetzt gar keine Frage gestellt, aber ich habe euch den Vortritt gelassen. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich hier auch Fragen reinschickt und teilnehmt. Pauline Kowalski fragt, also frag dich,
Was hat er gelernt? Hat er eine Ausbildung? Ich frage mich, warum sie mich das fragt. Warum fragst du das? Das kannst du dann gleich schreiben. Das ist meine Antwort darauf. Und jetzt überlege ich, was ich noch darauf weitermache. Ich habe studiert und es dann abgebrochen. Dann bin ich in eine Boyband gegangen. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert. Und kürzlich habe ich gehört, dass das Gegenteil von Courage nicht Feigheit ist, sondern Konformität. Und mir ist aufgefallen, dass sehr konforme Menschen auch so, jetzt wird es krass, wenn ich das sage, aber so, nee, ich sage jetzt keine Berufsgruppe, aber so sehr konforme Menschen, die so wirklich häufig nicht mithalten können, die so richtig anders sich selbst alles erkämpft haben. Aber was viel wichtiger ist, ist im Moment den folgenden Statement zu bringen. Es gibt eine Altersbeschränkung auf Alkohol oder auf Filmen, aber nicht auf die Stimulanz von Social Media. Wir Menschen werden ja von ungefähr 10 Dingen stimuliert, die sehr relevant sind. Musik, Liebe, Drogen und Freunde. Und wenn immer mehr als 3 dieser Dinge durch ein Produkt entstehen, macht es süchtig. Zum Beispiel ein Computerspiel. Geile Musik, Freunde im Internet. Und Signifikanz ist auch ein krasser Stimulant. Und wenn du nicht selber signifikant hast, dann guckst du dir Luke Skywalker an, wie er signifikant die Star Wars-Sache macht. Und das ist es eben, was dich so stimuliert an Social Media. Das heißt, so das Statement, Altersbeschränkung, oder ich habe mal, der hat mich heute übrigens vom Bahnhof abgeholt, ein Google-Mitarbeiter, habe ich mal gesagt, weißt du, was geil wäre, wenn ihr bei YouTube einfach, hier, Personalausweis, jeder, der bei YouTube einen Comment hinterlässt, apropos, muss YouTube einen Personalausweis hinterlegen. Hier ist ein nächster. Jan V. fragt, ich habe eine Frage an Jeremy. Manche seiner Videos gehen ja schon an den Rand der menschlichen Würde. Wie kommt er persönlich damit klar, sich so darzustellen, auch wenn er nur eine Rolle spielt? Ich würde gerne diesen Herrn sehen, dass er sich hier hinsetzt und mir diese Frage persönlich stellt. Das ist meine Antwort darauf. Okay. Ich glaube, das kriegen wir heute nicht hin, deshalb machen wir jetzt weiter. Leute, also vielen Dank für die Fragen, dass ihr mitmacht. Ihr könnt weiterhin immer reinschreiben, die Fragen kommen dann. Jetzt geht es um Violence, unser nächstes Dark Talk-Thema. TikTok wird nämlich weltweit von Terrororganisationen, Drogendealern und Rechtsextremen genutzt, weil eben viele junge Menschen auf der Plattform rumhängen und diese extremen Organisationen diese Plattform nutzen, um Werbung zu machen oder nach Nachwuchs zu suchen. Und das Ganze geschieht relativ öffentlich und mit echt heftigen Mitteln. Mehr dazu wird uns jetzt Konstantin Flemig erzählen. Konstantin ist Kriegsreporter für das Funkformat Crisis und am liebsten genau da, wo es wehtut, nämlich hinter der Front. Zwischen mir und der Kamera ist gerade der Lauf einer Kalaschnikow. Wir sind hier gerade vor der Moschee, wo sich gestern ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hat, während eines wichtigen Gebets hier zu Ende des Ramadan. Und die Zahlen steigen gerade noch, wie viele Menschen gestorben sind. Also gerade heißt es, glaube ich, bis zu 50 Menschen. Konstantin, diese Situation ganz zum Schluss, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, also wie oft hast du Schiss bei sowas? Oder darf man da keine Angst haben, weil man da einfach sich ganz doll konzentrieren muss in dieser Situation? Nee, ich glaube, wer keine Angst da hat, ist in dem Beruf falsch. Angst ist völlig überlebenswichtig, weil es uns davon abhält, so dumme Dinge zu tun. Also insofern natürlich empfinde ich auch regelmäßig Angst. In so einer Situation, wenn man auf einem Dach ist und man weiß, es ist Taliban-Country und es wird geschossen, klar, dann geht man runter. Wenn wir keine Angst gehabt hätten, hätten wir das Interview oben weiterführen können und was weiß ich, was da passiert wäre. Also man darf nicht so weit gehen, dass die Angst einen lähmt. Man muss die Angst nutzen zu dem Zweck, wie sie eigentlich evolutionär gedacht ist. Und auch darauf hören, wenn man merkt, es ist vielleicht gerade besser zu gehen. Wir reden heute über Dark Talk. Und du hast für deine Recherche zur Terrororganisation ISIS ganz gezielt auf TikTok geguckt, bist ganz tief abgetaucht und hast gesagt, ey, je tiefer ich da abtauche, je mehr Videos ich da sehe, desto krasser werden die Videos auch. Also was genau meinst du damit?
Das war tatsächlich, und das ist das Beängstigende, es war nicht mal ein besonders tiefes Abtauchen. Ich habe einfach mal geschaut, also dass ISIS Social Media nutzt, ist nichts Neues. Das machen sie, seit es sie eigentlich gibt, das machen sie ziemlich gut. Das machen sie, muss man sagen, professioneller als manche öffentlich-rechtliche Sender. Die wissen genau, wo ihre Zielgruppe ist und wie sie die aktivieren kann. Und deswegen war es klar, als TikTok dann groß wurde, dass ISIS auch auf TikTok aktiv sein wird. Wir wissen es etwa seit 2019, wo es dann erste Studien gab, wo man gesehen hat, wie sie dort arbeiten. Kannst du das vielleicht ganz kurz mal ein bisschen erklären, also dass wir einfach Bilder auch im Kopf haben, wie arbeiten die mit TikTok? Ja, was wir jetzt heute viel sehen, ist, dass ISIS Material, Videomaterial, was sie selber gefilmt haben, immer mal wieder recycelt wird, also irgendwelche Drohnenbilder von Selbstmordanschlägen oder Propagandamaterial. Man hat bedrohlich schauende Männer, die mit dunklen Flaggen irgendwo rumlaufen. Mit diesem Abtauchen, was ich gemerkt habe, also, muss ich ganz kurz sagen, es gibt auch wunderbar absurde Sachen, wo man spekuliert, ob sie versuchen, sogar junge Frauen gezielt anzusprechen. Und das sind dann Bilder, wo man auch solche Dschihadisten irgendwo in Syrien hat. Und auf diesen Bildern ist dann aber irgendwie so Glitzer gelegt. Und du hast dann irgendwelche Herzchen drauf, du hast irgendwelche Blumen. Und das hat so was absolut unfreiwillig Komisches, wenn du ISIS-Terroristen hast und da hast du irgendwelche Blümchen draufgepackt. Mhm. Aber das ist dann eben. Aber eigentlich dieser Stil von TikTok, oder? Ganz genau der Stil von TikTok. Also auch andere extremistische Gruppen, wo so weiß-rassistische Gruppen, die nutzen diese Sprache, die man auf TikTok hat, weil sie wissen, dass es gut ankommt. Mhm. Die legen dann Musik drunter, coole Musik zum Teil. Die haben dann auch diesen fancy Retro-Futurismus-Look, wenn es irgendwie um den Zusammenbruch der westlichen Gesellschaft geht. Die wissen, wie es gespielt wird. Und das ist ja eben das, was so bedrohlich ist. Du hast gerade gesagt, es machen mehrere extreme Gruppen. Unter anderem auch das mexikanische Drogenkartell Narcos, die da auch probieren, auf TikTok halt dementsprechend Jugendliche zu rekrutieren. Und das Funkformat Atlas hat dazu einen super Beitrag gemacht, in den wir mal reinschauen wollen. Mittlerweile protzen die Narcos sogar auf TikTok. Mit ihrem Geld, mit ihren Drogen, mit ihrem Lifestyle. Derechito, chueco, dinero es dinero y ya. Los gasto y los gano y no me pesa pa fichar. Übrigens, mittlerweile hat TikTok die meisten der Videos wieder gelöscht. Aber neben ganz konkreten Angeboten wie in der CNN-Recherche geht es den Kartellen auch ums Posen, ums Darstellen von Reichtum und Macht. Me sirvió ese golpe para darme cuenta. Quien está conmigo hoy nunca se me olvida. Y hoy que la balanza ya está emparejada. Also, da haben wir jetzt ja so ein paar Ausschnitte gesehen. Also würdest du sagen, so im Großen und Ganzen immer die gleiche Strategie ungefähr auf TikTok? Das Ziel, das erreicht werden will, ist, glaube ich, immer sehr ähnlich. Mhm. Ich kann die Doku übrigens sehr, sehr empfehlen. Allgemein, das Format ist super spannend, weil es eben auch gerade sowas aufdeckt. Ich glaube, das Ziel ist immer einen Lifestyle transportieren. Und das ist eben so das Wichtigste, was die Propaganda von diesen Narcos irgendwie liefern kann. Aber auch vom Islamischen Staat. Das sind Gruppen, die leben davon, dass sie ein gewisses, wie so ein Lebensgefühl, ein Image transportieren. Und das soll cool sein, gerade wenn sie junge Leute erreichen wollen. Auf die soll das cool wirken. Das ist bei den Narcos jetzt so, natürlich auch mit den ganzen Serien, die es dazu gab. Die zeigen, hier gibt's materiellen Wohlstand. Wir müssen keine Angst haben. Guck mal unsere Ringe, wir können offen so leben. Und so ähnlich hat es der Islamische Staat auch gemacht, im Sinne von, wir sind die Löwen, die für die unterdrückten Muslime auf der Welt kämpfen. Und sie versuchen, ein positives Bild von sich an ihre Zielgruppe auszusenden, weil sie wissen, dass die für sie wichtig sein wird. Ob das jetzt Rekrutierung von Selbstmordattentätern ist, gerade von jungen Leuten, die noch nicht vielleicht mit Polizei in Berührung gekommen sind, dass sich die langsam radikalisieren. Und da ist es erstmal wichtig zu denken, hey, die sind doch eigentlich ganz cool. Und das erreichen sie eben damit, dass sie auf TikTok irgendwelche Herzchen draufpacken. Aber vielleicht noch mal ganz explizit, ja, weil es geht ja heute um TikTok, Darktok. Warum ist es jetzt gerade für extreme Gruppen so interessant, auf dieser Plattform stattzufinden? Ich formuliere es mal so. Mexikanische Drogenhändler, Islamisten und Nazis sind aus demselben Grund auf TikTok, warum ARD und ZDF auch auf TikTok sind. Oder warum auch ich auf TikTok bin. Weil wir da eben junge Leute erreichen können. Mhm. Natürlich mit dezidiert anderen Zielen, möchte ich mal behaupten. Aber es ist eben der Ort, wo junge Leute, viele junge Leute, einen Großteil ihres sozialen Lebens verbringen, wo sie eben Input bekommen. Und wenn man eben schauen möchte, wie man die erreicht, dann ist es einfach der nächstliegende Punkt. Also ISIS oder sowas könnten auch auf Facebook gehen, aber dann erreichen sie irgendwelche Mit-40er, die sich irgendwie in Online-Kommentaren beschweren. Mhm. Aber auf TikTok sind halt eben junge Leute, die noch leicht zu beeinflussen sind.
was nichts damit zu tun hat, dass sie jetzt irgendwie dümmer sind, aber es ist halt einfach, das haben junge Leute so an sich, dass sie noch zu beeinflussen sind. Und deswegen, wenn man früh starten möchte mit imagebildenden Maßnahmen, dann ist TikTok der optimale Ort dafür. Und was hast du in deiner Recherche herausgefunden? Wir haben jetzt, wir haben da gerade Waffen gesehen, wir reden über Gewalt. Also all sowas sieht man ja dann auch in TikToks. Wann werden denn jetzt welche Videos wirklich gelöscht? Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Isabel, aber hast du da auch noch mal für dich was aus dieser Recherche mitgenommen? Wann werden die gelöscht? Wann bleiben die da? Wenn ich das wüsste, wären sehr viel weniger meiner eigenen Videos gelöscht worden. Als ich angefangen habe, selber auf TikTok mal das so ein bisschen auszuprobieren, ich glaube, von 5 Videos, die ich hochgeladen habe, wurden 4 sofort wieder gelöscht. Ein paar kamen dann wieder, als ich mich darüber beschwert habe, weil es relativ schwierig ist, ein Video zu machen über die Taliban, ohne dass da sehr viele Waffen drin zu sehen sind. Und das wurde dann sofort geflaggt und es wurde sehr schnell gelöscht. Insofern kann ich verstehen, was du auch meintest, mit, wenn man im Hintergrund irgendwas mit Drogen sieht, dass es dann auf TikTok manchmal schnell durchgreift. In meinem Fall finde ich das etwas ungerechtfertigt, weil es definitiv keine Werbung für die Taliban war. Auf der anderen Seite gibt es dann eine riesengroße Community, gerade in den USA, die diese ganze Ballerei und dieses Waffenleben zu einem Kult erhoben hat. Und da ist TikTok nicht wirklich konsequent. Also es gibt irgendwelche Ansagen, dass Waffen eigentlich nichts auf TikTok verloren haben. Dann gibt es aber gleichzeitig die Ansagen, dass Waffen nur in zum Beispiel im musealen Kontext oder im künstlerischen Kontext oder in einer sicheren Umgebung da ihren Platz haben, wie zum Beispiel in einer Shooting Range. Was aber als Shooting Range zählt, wird da überhaupt nicht gesagt. Und auch manche Hashtags werden halt einfach dann toleriert. Man kann kleinere Hashtags sperren, wo halt ein paar tausend Leute das abonniert haben. Wie aber da kann ja schnell ein neuer Hashtag dann irgendwie erstellt werden. Das zum Beispiel, ne? Nichts einfacher als das. Also ich meine, manche Sachen, da gehen sie dann schon dagegen vor, wie so do-it-yourself, pew-pew, also Piu-Piu ist lautmalerisch für Ballern, deswegen ist das so ein Codewort da geworden, wo sich Leute ausgetauscht haben, wie man selber mit 3D-Druckern manche Teile von Waffen nachbauen kann, wie man das Ganze modifizieren kann. Dagegen kann man schon dagegen vorgehen und das macht TikTok auch. Aber es gibt Hashtags wie zum Beispiel, ich glaube, Gun oder Guns. Und das sind Hashtags, die halt Milliarden Follower haben in dieser Community. Und die werden halt nicht angetastet. Also, wie gesagt, TikTok ist da so ein bisschen, finde ich, hat eine immer noch so ein Doppelstandard, was jetzt gelöscht wird und was nicht. Mein Handy hat hier gerade gepinkt, weil wir haben da Community-Fragen, ne? Wieso machen wir den Ton nicht aus, du? Soll ich mal schauen, ob wir Fragen haben? Da sind bestimmt welche dabei. So. Man muss den PIN hier eingeben. Ich gebe ihn jetzt so oft ein, dass ich gleich nicht mehr reinkomme. Was machen wir dann? Aha, ja. So. Man kann ihn nicht ausstellen beim NDR, aber hier ist alles so sicher. Muss extra, ist kein Scherz. Konstantins Fragen. Rika fragt, macht Konstantin es manchmal wütend, dass ISIS auf TikTok junge Leute erreicht und es nicht unterbunden wird? Absolut, natürlich. Also macht mich dezent wütend, weil ich eben in den Gebieten oft genug mit diesen Leuten und was sie angerichtet haben, in Kontakt gekommen bin. Also wenn du mit Leuten geredet hast, die von ihnen versklavt wurden oder Opfer von einem Völkermord waren und dann siehst du, dass halt eben diese Leute, die Täter waren und sind, dass die dann halt auf einer Plattform westliche Jugendliche ansprechen können, ohne dass es gelöscht wird. Natürlich, das kotzt mich massiv an, das macht mich richtig wütend. Man muss allerdings sagen, viele von diesen Sachen bleiben auch nicht lange stehen. Also, es gibt keinen Gatekeeper, dass ihr das mal gehört habt. Es gibt keinen Gatekeeper. Wenn du in der Straße, in der Innenstadt von Bonn bist, vorm Rathaus und die gleichen Messages verbreitest wie auf Social Media, dann ist da von mir aus die Eltern mit dem Kind unterwegs, dann ist der Vater der Gatekeeper. Komm Kind, wir gehen weiter. So, dann kann das Kind schon mal, der merkt das, der checkt das, das soll die nicht hören. Oder die Polizei, anderer Gatekeeper. Bei TikTok gibt es keinen Gatekeeper, Informationsquelle und Konsument. Checkt ihr das? Es ist genauso, weißt du, was ich meine? Riesen Risiko. Es gibt keinen Gatekeeper. Es ist eine Demokratisierung. Das ist das Tolle an Social Media, dass auch YouTube ist eine Aufforderung. YouTube, jeder kann selber Content machen. Aber das ist halt eben, ob du dann irgendwie in Filterstadt-Plattenhardt im Wald sitzt oder in der syrischen Wüste, weißt du, und dann Propaganda machst. Es kommt alles gleichzeitig so raus. Also ich will gar nicht so in diesem Talk drin sein, was Waffen und sowas angeht. Deswegen frage ich jetzt eine Frage aus der Community von Antwort Dots. Weißt du, es gibt auch keine Gatekeeper, somit bei mir, ich brauche keinen Sephora, Douglas oder Macy's. Ich bin direkt zum Konsumenten. Geil, es gibt keinen Gatekeeper. Ich bin der beste Sänger der Welt. Ich muss nicht zu einer Talent Agency oder zu einem
oder irgendwo so. Ich mache mein Video, kein Gatekeeper, direkt, ich werde berühmt, weil ich gut bin. So, es ist alles weg in der Mitte und direkt sozusagen der Quelle geht zum Dings. Also es hat auch gute Seiten, wenn es gute Intentionen hat. Wie auch die nächste Frage. Antwort Stotz fragt, wie kommt er, also du, psychisch mit dem Gesehenen klar? Mit TikTok oder mit den Sachen in Kriegsgebieten? Weil ich habe auch gerade kurz gedacht, das ist gerade auch sehr meta. Mit dem Gesehenen, was wir auch die Ausschnitte gesehen haben, wenn du vor Ort bist. Ich glaube, also viel drüber reden mit Bekannten, ich fresse es nicht in mich rein. Es ist, glaube ich, nochmal auch eine gute Sache, wenn man danach nochmal mit seinem Cutter oder seiner Cutterin das Material nochmal sichten muss. Nochmal drüber überlegt, wie schneidet man es jetzt. Und natürlich ab dem Punkt, finde ich, ab dem es dann fertig bearbeitet ist und ausgestrahlt wird und man das, was man selber gesehen und erlebt hat, mit Tausenden von Menschen teilen kann und auch muss, dann ist es für mich so wie so ein bisschen Closure. Weil ab dem Punkt habe ich das Gefühl, ich habe meine Aufgabe jetzt vollbracht. Bis zu dem Zeitpunkt ist man eigentlich nur Tourist gewesen, weil man war da, man hat es selber gesehen, aber die einzige Rechtfertigung, die man als Kriegsreporter hat, ist, davon zu erzählen. Ab dem Punkt, wo das Video online geht, habe ich da meinen Dienst dann erfüllt, meine Pflicht, die ich da an mich selber stelle. Und ab da ist es dann okay. Und wenn ich dann Kommentare lese, was ja auch wieder, muss man sagen, sehr positiv sein kann bei Social Media, die das dann gut finden, wo man merkt, da sind Leute, die das ebenfalls berührt, das hilft, glaube ich, massiv dabei. Also insofern kann da auch Social Media, glaube ich, für die Kriegsberichterstatter selber auch positiv sein. Vielen Dank. Danke, Konstantin. Danke auch für eure ganzen Fragen. Die könnt ihr... Die könnt ihr uns auch bitte weiterhin stellen, denn jetzt geht es erstmal um das Thema Hate und eine krasse Geschichte auf TikTok. Welche traumatischen Auswirkungen ein Hashtag auf TikTok haben kann, darum geht es jetzt. Der Hashtag Alles wegen Hamoudi wurde 38 Millionen Mal benutzt, allein nur auf TikTok, muss man sich mal vorstellen. Über Cybermobbing in einer wirklich ganz neuen Größenordnung und auch Dynamik. Und seinen Folgen werden wir heute mit dir sprechen. Schön, dass du da bist, Hamoudi. Hamoudi, du kommst aus Freiburg, bist Content Creator, seitdem du 18 bist. Und eigentlich lief das alles immer, also lief ganz rund und gut, so. Als du plötzlich schuld an allem warst, was war da los? Genau, es wurde mir unterstellt, dass ich schuld an allem bin, was ich natürlich nicht war. Kurz und knapp, es gab zwei große Content Creator, die ein Pärchen waren und sie war meine beste Freundin. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und irgendwann mal sind sie auseinandergegangen, aus privaten Gründen und also nicht so schönen Gründen, sage ich mal, also soweit ich das weiß. Und dann wurde halt von ihrem Ex-Freund dann und den Freunden und vielen anderen dann das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich an allem schuld bin, an der Trennung, also größtenteils. Und ja, und das, also wenn das Leute, also es sind große Leute mit 3 Millionen Followern, aktive Communities, die fühlen sich dann halt schon getriggert, dass so ein Mensch so ein schönes Glück auseinanderbringt. Und so hat es dann angefangen. Also quasi dieses Pärchen hat sich getrennt, die haben dann nicht den eigentlichen Grund gesagt, sondern so ein bisschen alles wegen Hamoudi, so wie, keine Ahnung, danke Merkel-mäßig, so ein bisschen einfach irgendwie, einfach gesagt, alles wegen Hamoudi. Grund, am Anfang gar nicht genannt, aber dann wurde von der Seite von dem Typen dann, also von ihrem Ex-Freund dann behauptet, dann, dass ich dran schuld wäre, um sozusagen das eigentlich, um den eigentlichen Grund, sage ich mal, glaube ich, zu vertuschen, so, damit keiner hinterfragt, so, warum die getrennt sind, sofort irgendeine Lüge drauf geklatscht. Ich, der nichts damit zu tun hat, also wirklich gar nichts damit zu tun hat, ja, wurde dann. Wie hat sich das dann mit dem Hashtag entwickelt oder verbreitet? Weil alles wegen Hamoudi wurde dann ja, es wurde ja ein Synonym. Also Leute haben dann ja irgendwann das für alles Mögliche verwendet. Wie ist es denn passiert, dass das so groß geworden ist und wie schnell konnte sich das verbreiten? Es ist so ein Ding auf TikTok, also deshalb ist auch wie zum Beispiel bei Drogen oder mit so Kriegssachen, auf TikTok erreicht man ohne jegliche
Follower schafft, also ohne dass man Follower hat, Millionen Menschen kann man erreichen. Ich kenne Leute, die haben sich ein TikTok-Profil erstellt mit einem Video, haben über Nacht Millionen von Aufrufen bekommen auf einem Video und sind viral gegangen. Und genau so ist es halt mit dem Hashtag gewesen. So, es ging dann aus dem Nichts, boom, ist viral gegangen. Die Leute haben das als Trend gesehen und dachten, ich muss da mitmachen und ja, den schön fertig machen. Und das hörte dann auch nicht auf, als die Ex-Partnerin dann von dem Partner dich öffentlich in Schutz genommen hat. Ne? Also wir schauen noch mal rein. Das Wichtigste in meinen Augen gerade ist, dass der Junge hinter mir, Hamoudi, gerade für etwas gehatet wird, was so gut wie nicht stimmt. Also wirklich nicht, da ist kein Stück Wahrheit mit drin. Er wird dargestellt, als hätte ich was mit dem oder hatte was mit ihm. Dabei stimmt das gar nicht. Ich kenne Hamoudi sogar schon vor der Beziehung und Ferhat wusste ganz genau, dass wir befreundet sind und ist trotzdem mit mir eine Beziehung eingegangen, okay? Was hat das dann mit deinem Leben gemacht? Was ist da passiert? Wir haben gesagt, Millionen Menschen haben es benutzt. Alle haben gesagt, du bist schuld an was auch immer. Wie ging es dir da? Was hat das mit dir gemacht? Ja, es ist halt schwer zu sagen, wenn von einer Sekunde, also wenn man von, man ist ein Idol für viele, und man ist beliebt für das, was man macht, auf einmal zu die Hassperson und von Tausenden von Morddrohungen, wenn man die bekommt, ist halt nicht so schön so, ja. Du hast Morddrohungen bekommen? Morddrohungen, alles Hassnachrichten, Morddrohungen, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde wurden da mit benannt. Ich wollte nicht zu viel reingrätschen, aber wieder mal kein Gatekeeper, habe ich von einem richtig krassen Unternehmer gehört. Er sagte, früher Leute wie Michael Jackson oder Prince, keine Chance in der heutigen Zeit. Michael Jackson oder Prince in der heutigen Zeit würden es nicht überleben, weil der Gatekeeper weg ist. Früher wurde noch kontrolliert durch so Leute wie NDR oder CNN, was rantritt an denen. In der heutigen Zeit kriegst du die volle Ladung, direkt visuell als Michael Jackson zu sehen. Und dann schreiben die dir immer genau das eben da rein. Weißt du, also auch hier wieder, das ist für den Mensch eigentlich eine unnatürliche Menge und Skalierung wiedermals an Dingen. Weißt du, früher oder sagte... Eigentlich zu viel. Wie hast du das denn ausgehalten, dieses, was Jeremy sagt, dieses ungehaltene, auf dich einprasselnde... Gehate? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich weiß nur oder glaube mal stark, also dass viele es nicht ausgehalten hätten und sich das Leben genommen hätten oder so, sage ich offen und ehrlich. Ich habe viel halt von meiner Familie bekommen, von Freunden, cool. Hab viel drüber geredet. Sehr gut. Ich weiß es auch selber, weil ich Opfer von Cybermobbing wurde, viel das thematisiere auf meinen sozialen Netzwerken und von vielen höre, dass sie halt keinen Ansprechpartner haben, dass sie nicht mit ihren Eltern drüber reden können oder nicht wollen, keine Freunde haben, mit denen sie drüber reden können. Und ich bin froh, dass ich welche hatte und nicht jeder hat das. Und du hattest den Halt von deiner Familie und von Freunden, aber vor allem hast du ja auch, wie gesagt, Morddrohungen und also wirklich... richtig schlimme Nachrichten bekommen. Bist du damit auch zur Polizei gegangen? Hast du die angezeigt, die Leute? Ich habe viel gemacht. Ich war bei Ärzten, ich war bei der Polizei, ich war bei Anwälten. Vieles gemacht. Mir wurde viel abgeraten, gerade so was Anzeige angeht und so weiter. Weil dann Adresse hier und dann passiert das und tralala und bla bla bla. Und also way too much. Dir wurde davon abgeraten, weil es sonst gefährlich werden würde? Oder? Genau. Mich, weil man dann, wenn es dann so weit kommt, dann haben die Adresse hier und dann kann vielleicht das passieren und tralala und bla bla bla. Im Nachhinein bereue ich es, deshalb stehe ich heute selbstbewusst da und gebe Leuten Ratschläge, was sie machen sollen, wenn sie Opfer von Mobbing werden. Ich rate jedem, zur Polizei zu gehen, Anzeige zu erstatten, auch wenn es ein harter Weg ist, auch wenn es aufwendig ist. Es würde jedem helfen. Weißt du, was das für Menschen waren, die dir solche Nachrichten geschrieben haben? Hast du da auch mal geguckt? Ja, es waren von
kleinen Kindern bis hin zu Fake-Profilen, bis hin zu Erwachsenen, Eltern, Mütter, Väter, wo ich die Profile geguckt habe, gesehen habe, die sind 40, 50 Jahre alt. Warum machen so, die das? Ich check das nicht. Wie viel oder wie wenig habt ihr in eurer Birne, dass ihr so leicht manipuliert, also manipulierbar seid, dass ihr das noch mitmacht? Also bei den kleinen Kindern, da kann man weggucken. So, ne? Aber wenn jemand erwachsen ist, das schon mitmacht und da sagt, ich stech dich ab, wenn du rausgehst, ich weiß, wo du wohnst und dies und das, da hat man Angst, rauszugehen. Ja. Na klar. Ja. Vor allem, weil es dann ja auch ins reale Leben übergeht. Also diesen, ich glaube, so ein bisschen, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und man hat es nie vorher gehört, es war wirklich richtig krass und es haben so viele Leute diesen Hashtag benutzt und es ist ja nach wie vor ein Hashtag, den man kennt, wie so ein bisschen meme-mäßig, halt Internetkultur, so ein bisschen Popkultur, Internetkultur bist du auch. Vor allem hast du aber diesen Hashtag jetzt zu deinem gemacht und was Positives er daraus gemacht. Erzähl mal, wie du das gewendet hast. Genau, die Menschen haben diesen Hashtag ja hauptsächlich benutzt, um mich runterzumachen, um Videos gegen mich zu machen und so weiter. Und ich dachte mir dann so, ich benutze eure Waffe halt. Genau, also ich drehe den Spieß halt um und benutze den halt auch und mach so, also tu so, als ob es mich jetzt nicht verletzen würde und mach das ein bisschen ins Lustige und das hat gut geklappt, weil gerade viele junge Menschen den Hashtag benutzt haben, also wirklich jetzt ohne Spaß, um in ihren Alltagssituationen, zum Beispiel wenn sie eine schlechte Note bekommen haben, haben wirklich Frust und Hass in mich geschoben und haben gesagt, ja, alles ist wegen dir. Also die haben dann dieses alles wegen Hamudi, wegen jeder Kleinigkeit benutzt. Und ich habe es dann so ein bisschen dann in die Comedy-Schiene reingemacht, habe dann genau solche Videos gemacht und ich habe gemerkt, dass es dann weniger wurde. Sehr schön. Genau. Da schauen wir mal rein jetzt. How long was your opinion? Du musst mir das nicht sagen, ich weiß das selbst. Das ist eine coole Art. Finde ich mega stark, dass du damit so umgehst. Ich würde gerne was sagen, Lou. Das ist sehr wichtig, dass wir das mal gehört haben. Bitte Folgendes visualisieren. Meine Mutter ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, früher. Sie hat sich den ganzen Tag auf die Gute-Nacht-Geschichte gefreut. Das war ihre Dopaminstimulation. Okay, heute kannst du Pornos, Musik, alles jederzeit hören. Früher, einmal pro Woche an einem Samstag, gingst du ins Theater und hast klassische Musik gehört. Wow, wunderbar. Jetzt jederzeit, du musst nicht mal bis Samstag warten, bis der Blockbuster kommt, sondern der kommt immer, zu jeder Zeit, wann immer du willst. Wenn du kannst. Nur zur Info, früher, der Nachbar, unter Umständen hast du mitbekommen, dass dein Nachbar schlecht über dich denkt. Heute, voll aufs Maul, die ganze Zeit und du siehst es. Und die sind anonym. Das heißt, ich will nur sagen, man soll Respekt vor dem Internet haben. Das ist ein radikaler, ich sag einfach mal, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Maximator von Dingen, weißt du, von Stimulanz. Da muss man Respekt, dass du das, ich guck auch den ganzen, also musst du echt mit Vorsicht genießen, manchmal auch extra das Auge behüten, nicht drauf gucken, nicht auf die Comments gucken, keine YouTube-Videos gucken. Wo wir aber auf jeden Fall drauf gucken, sind jetzt nochmal Community-Fragen, weil die haben wir auch jetzt wieder reinbekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Ich schau mal. Luke Lee fragt, Hamudi, hast du Tipps für Leute, die in ähnlicher Situation wie du stecken oder geraten sind? Ja, nur ich möchte es nochmal ansprechen, was er gerade gesagt hat. Würde ich jedem auch mitraten, Kommentare nicht lesen. Das war das Beste, was ich machen konnte. Nach einer Zeit habe ich mir gedacht, so, ich lese mir das heißt gar nicht mehr durch. Weil wenn ich mir das nicht durchlese, dann erreicht mich das nicht, dann trifft mich das nicht. So. Das wäre vielleicht auch schon ein Rat, oder? Genau, richtig. Handy zur Seite weglegen, am besten gar nicht angucken. Aber dann auch nicht die Positiven angucken. Genau, also gar nichts. Dann musst du fair sein. Einfach dein Ding machen. Ich habe noch eine spannende Frage. Entschuldige bitte, pass auf, Hüder hat gefragt, im Kontrast zwischen Fame und Hate, würde Hamudi noch mal den Schritt wagen, Creator zu werden? Würdest du diesen Schritt wieder gehen? Auf jeden Fall, ich mache das Ganze ja immer noch weiter, gerade aus dem Grund, weil ich den Hatern nicht das geben will, was sie möchten. Die möchten genau das erreichen.
möchten mich auf dem Boden sehen, die möchten, dass ich nicht mehr weitermachen. Genau das mache ich halt, weil es mir erstens Spaß macht und erst recht nicht mir das verbieten oder nehmen. Kommst doch geil rüber, alles tipptopp. Ich wusste nicht, dass du sowas hast, also alles gut. Genau, dankeschön. Aber nochmal zu den Tipps, was ich rate, zur Polizei zu gehen, mit Vertrauenslehrern oder Familie, Freunden drüber zu reden. Es gibt Filterfunktionen auf vielen sozialen Netzwerken. Man kann bestimmte Worte filtern. Ist auch sehr gut. Dann sieht man die erst gar nicht mehr, die Kommentare. Es gibt Beratungsanlaufstellen, wo man sich wenden kann, wo man anrufen kann, anonym mit jemandem drüber reden kann. Genau. Das alles sind ganz wichtige Tipps. Vielen Dank dafür. Also wir haben jetzt in den 60 Minuten ziemlich viel über die Schattenseite auf TikTok gesprochen. Und wir haben verstanden, es gibt eben nicht nur witzige Tanzvideos und Comedy, sondern eben auch problematische Inhalte, die da stattfinden. Isabel, vielleicht mal zusammenfassend, warum ist es denn gerade auf TikTok ein Phänomen, das wir in Zukunft genauer im Blick haben sollten? Ja, ich denke genau das, was man jetzt auch gesehen hat, weil einfach jeder Botschaften senden kann. Und ob diese Botschaften immer so gut sind oder ob die auch so in dieser Form stimmen, ist wichtig zu hinterfragen und auch zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Quellen für das? Stimmt das denn überhaupt, was da gesagt wird? Und da sehe ich halt auch uns Journalisten mehr in der Pflicht, dort auch zu sein und dort eben auch, gerade wenn es um solche Sachen geht, auch rechtzeitig vor Ort zu sein, um eben auch zu erklären, warum stimmt das so vielleicht nicht oder warum ist es nicht cool, sich so oder so zu verhalten. Sehr wichtige, richtige Worte. Und das war es heute mit Deep und Deutlich mit unserer Live-Sendung zum los. Also heute ist sie natürlich so richtig losgegangen, aber dann geht sie weiter und wir können euch versprechen, es bleibt spannend.